Herzlich willkommen zu einem unserer neuen Bewegungstipps. Dazu brauchen wir ein Theraband und stellen uns aufs Theraband mal drauf, sodass auf beide Seiten gleich viel vom Theraband über ist. Dann überkreuzt sich das Theraband, sodass der Zug schräg unten vom Fuß kommt. Das Theraband ist jetzt nicht mehr locker, sondern etwas gespannt und ich richte mich auf dabei. Das ist eine sehr, sehr gute Übung zur Kräftigung der Schultermuskulatur seitlich, aber natürlich auch für die Arme und Unterarme, weil ich das Theraband halte. Die Handflächen schauen dabei zu mir, zu meinen Oberschenkeln, also nicht nach hinten, nicht nach vor, sondern zu mir. Von da aus bewege das Theraband nach oben, ungefähr bis 90 Grad nach oben und dann gehe ich wieder langsam runter. Genau. Das wird man nach einer Weile sehr gut in der Schultermuskulatur spüren. Man probiert ungefähr, dass man das 10 bis 15 Mal wiederholt. Danach macht man 1 bis 2 Minuten Pause und das Ganze wiederholt man dann noch etwa 3 Mal. Eine Variation davon wäre, dass ich nicht rauf und runter gehe, sondern einfach das Theraband seitlich von mir weghalte und nur in dieser Position bleibe. Das Ganze nennt man isometrisch kräftigen, das heißt kräftigen, ohne dass ich eine Bewegung mache. Genau, das wird man nach einer Weile sehr gut brennen spüren und dann lasse ich mal wieder locker und bin fertig. Eine weitere Übung mit dem Theraband zur Kräftigung der hinteren Schultermuskulatur und auch für den Nackenbereich. Wir halten das Theraband ganz gerade nach vor. Wir können es entweder so halten oder wir können es einmal einschlagen, damit das Theraband etwas fester in der Hand sitzt. Beim Theraband immer darauf schauen, dass immer eine Spannung drauf ist. Das heißt, nie ganz so locker halten, sondern eine leichte Spannung drauf halten. Von da aus bewege ich das Theraband ganz nach hinten bis zur Brust, halte es kurz und bewege das Ganze wieder nach vor. Wie gesagt, immer eine Spannung, nie ganz zusammengehen. Und ich bewege wieder 10 bis 15 Mal nach vor und zurück. Dazwischen wieder 1 bis 2 Minuten Pause und gerne wieder 3 Mal wiederholen. Und wie gesagt, eine sehr gute Kräftigung der hinteren Schultermuskulatur. Eine Variation wäre dabei die Griffvariante. Jetzt ziehen Sie meine Fäuste nach vorne. Jetzt könnte ich das auch so drehen, sodass die Daumen nach oben zeigen. Und in diesen Griff auch wieder auseinanderziehen. Werden Sie merken, das ist etwas schwieriger. Das wäre einfach nur eine Variationsmöglichkeit.